meine Lieben, es geht weiter. Der Sandsturm flaut hier bald ab. Ja, das kann er ganz gerne machen. Wir müssen in die Mine, wir müssen mehr herausfinden über das, was Scarlet Dornstrauch hier so getrieben hat. Dafür begeben wir uns jetzt einmal nach unten ins Dunkel, in die Finsternis. Und wie immer, ich kann aktuell auf den Twitch-Chat nicht so gut eingehen, wenn ich mitten in der Story hänge. Ich bemühe mich nebenbei so viel mitzulesen, wie nur irgendwie möglich. Was ist ein Dürreparasitenverschlinger? Don't wanna know. Hi, Bergarbeiterin. Ich starre hier auf den Po. Tosca ist ja auch sehr dunkel hier. Habt ihr euch verlaufen? Nein, ich suche nach einer Bergarbeiterin namens Tosca. Ich habe Fragen zu Leylinienknoten. Ihr habt sie gefunden. So hat diese seltsame Silvari die Ansammlung magischer Energie genannt, auf die ich bei der Grabung in der Ödnis vor der Stadt gestoßen bin. Glaubt mir, ich wollte nicht in die Nähe davon. Also Pusteblumen, Blumenlein wollte schon in die Nähe einer Leylinie und wird es auch. Wir werden uns zu dieser Leylinie begeben. Vielen Dank für die Subscription. Willkommen in Tyria. Tja, vielleicht, aber ich würde trotzdem gern die ganze Geschichte hören. Ich war auf der Suche nach Kupfer, als ich auf eine Aushöhlung im Gestein stieß. Plötzlich wurden wir alle von einem grellen Licht geblendet. Wir gruben nicht tiefer, das kam uns zu gefährlich vor, sondern gruben in eine andere Richtung weiter. Ihr habt der Silvari davon erzählt? Ja, ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen. Sie hat sich gefreut, als hätte Tix und Gift ihr ein spezielles Spielzeug als Geschenk überreicht. Wo war diese Ansammlung magischer Energie? Im Westen, außerhalb der Stadt. Aber der Tunnel ist eingestürzt, genau nachdem ich der Silvari von unserem Fund erzählt habe. Wenn ihr mich fragt, ist sie dafür verantwortlich und hat sich danach ihren eigenen Weg hineingegraben. Ihr solltet sie finden und dazu befragen. Das geht leider nicht, sie ist tot. Aber das ist ja Gott, das ist ja auch nicht so schlimm. Und damit haben wir das Geheimnis von Wohlstand abgeschlossen und bekommen unseren nächsten Brief. Ja, es geht jetzt weiter mit Verschlingung. Und zwar zu Scarlets Geheimraum. Von Braham. Ich erreichte eine Nachricht über Ärger in der Trockenkuppe. Wohlstand wurde soeben angegriffen. Ich begebe mich dorthin, um nach Timmy zu sehen. Trefft mich dort und wir werden sehen. Ich bin Braham, ich kann nicht schreiben, okay? Um nach Timmy zu sehen. Trefft mich dort und wir sehen zusammen nach der Kleinen. Möge der Wolf euch leiten, Braham. Danke, Braham. Ja, danke, Braham. Braham ist ja auch so ein bisschen. Das ist halt Braham. Ne, von daher. Ja, Braham halt. Please, no. Keine Gruppen, danke. Tschüss. So, warum leckt denn das hier so? Das ist der Sandsturm, der wieder geladen wird, wa? Dieser Sandsturm. Immer. Au. Leck. Nein, danke. Warum leckt das? Sind hier so viele Spieler? Bitte lasst mich gehen. Ich will in die Instanz. Dankeschön. Gehen wir zurück ins Scarlets Geheimraum. Okay, dann mal langsam hier reinspazieren. Ganz vorsichtig. Timmy? Timmy, seid ihr hier? Timmy? Ich bin da. Alles gut. Schadel hat mich beschützt. Geht's euch gut? Oh, puh. Ja, uns geht's auch gut. Alles fing an zu wackeln. Ich hatte kaum Zeit, in Schadel zu steigen. Ist sie in Ordnung, Braham? Ja, es geht ihr gut. Sie hat sich im Golem versteckt. Nicht versteckt. Ich habe wichtige Daten gesammelt. Ja. Habt ihr gesagt, Timmy geht's gut? Mir geht's gut. Manu, was ist los? Mann, ist wie so ein kleines Kind. Aber Timmy ist ja auch noch ein Kind. Ich habe das Gefühl, dass uns die gesamte Welt unter den Füßen wegbricht. Es geht uns wohl allen so. Es gibt einen neuen Drachen, dem wir uns stellen müssen. Nichts wird je wieder so sein, wie es mal war. Nein, das wird es nicht. Mordremoth hat das getan und er hat erst angefangen. Also ihr müsst euch halt vorstellen, wir sind jetzt im nächsten Abschnitt. Es ist so ein bisschen so ein Zeitsprung geschehen. Hier überall sind die Ranken rausgeschossen, Wohlstand wurde angegriffen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man die Geschichte nachspielt und nicht während der Patches gespielt hat, weil während der Patches war zum Beispiel Wohlstand nicht von Ranken umschlungen. Das kam erst, als dann hier Sodom und Gomorra ausgebrochen ist. Mordremoth? Gibt dem Ganzen eine völlig neue, entsetzliche Dimension, nicht wahr?
Götter, wir brauchen einen Plan. Was sollen wir nur tun? Glaubt ihr wirklich, dass all diese Ranken mit Mordremos zu tun haben? All diese Toten? Ich bin mir ziemlich sicher. Was sollen wir machen? Wir fangen damit an, Scarlets Pfad zu folgen. Scarlet glaubte, das große Ganze gesehen zu haben. Es war Teil ihrer Wahnvorstellung. Ich glaube nicht daran, dass der Absturz der Zephyriten zu Scarlets Plan gehörte, aber sowohl sie als auch der Saboteur sprachen über die Zerstörung Tyrias, ich weiß. Aaron sagte, ein tyrianischer Anführer würde sterben. Deshalb glaube ich, dass jemand oder etwas ihn kontrollierte. Das beunruhigt mich am meisten an ihm. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wen er gemeint hat. Es könnte jeder sein, doch die größte Gefahr für Mordremos stellt wohl Thorhern dar. Ich hasse den Gedanken, dass auch Königin Jenna in Gefahr sein könnte. Er hat auch noch andere merkwürdige Dinge gesagt. Ja, Sachen wie, er wird so zufrieden sein und ich habe das große Ganze gesehen, erklang so sehr wie Scarlet. Das war beängstigend. Denke, wir können noch immer von Scarlet lernen, selbst nach ihrem Tod. Und da wird uns hoffentlich Tiny ein kleines bisschen erleuchten. Nur zur Klarstellung, ich glaube auch, dass dies Mordremos Werk ist. Es hat alles mit Scarlet angefangen. Wir müssen sie verstehen. Habt ihr ihre Stimmenrekorder gesehen? Ihre Bücher oder Papiere vielleicht? Bin nur froh, dass es euch gut geht. Was habt ihr erfahren? So einiges. Zum Beispiel, wie Scarlet mit dem Dampfwesen begonnen hat und dann zu Äther- und Uhrwerk-Kreaturen überging. Sie hat einen ganzen Haufen dieser Dampfwesen in die Wildnis entlassen. Oh, und sie hat Omad getötet. Omad getötet? Er war ihr letzter Mentor. Er hat mit seinem bewusstseinserweiternden Gerät an ihr experimentiert. Dadurch hat sie auch die ewige Alchemie gesehen oder was sie eben dafür hielt. Sie hat ihn also dafür getötet? Nein, sie hat ihn getötet, weil er, nachdem er begriffen hatte, dass sein Gerät funktioniert, sie nicht mehr wie eine Assistentin oder Schülerin, sondern wie eine Labor hat er angesehen hat. Er wollte mehr, noch mehr Experimente an ihr durchführen. Verstehe, aber Omad hätte ihr doch nie wehgetan, nicht wahr? Historisch gesehen haben vorangegangene Generationen der Asura, zu denen auch Omad zählt, Silvari als eine Anomalie betrachtet, die studiert werden musste. Als die ersten Silvari eintrafen, wurden viele zu Opfern der Forschung im Interesse des Arkanwissens. Habt ihr neue Erkenntnisse zu diesen Zeichnungen an der Wand? Die habe ich in der Tat. Basierend auf den Notizen in Scarlets holographischem Rekorder da drüben, habe ich eine Theorie aufgestellt. Ich denke, es stellt ihre Vision dar. Ihre Vision? Ihr Mentor Omad hat ein Gerät entwickelt, welches den Geist öffnet. Als sie es ausprobierte, hatte sie eine Vision. Im Zentrum befindet sich ein Symbol, das häufig zur Darstellung des blassen Baums genutzt wird. Und ihr denkt, sie hat dieses Bild danach gezeichnet? Ja, sie hat behauptet, in ihrer Vision die ewige Alchemie gesehen zu haben. Die symmetrischen Elemente in der Zeichnung und der blasse Baum im Zentrum lassen diesen Schluss zu. Warum der blasse Baum? In ihrer Vision hat sie gesehen, wie der blasse Baum von Dornenranken angegriffen wurde. Sie hat beschrieben, wie diese dem blassen Baum schrecklichen Schaden zugefügt haben. Das klingt furchtbar. Hat sie das erschüttert? Es hat ihr gefallen. Sie hat sogar einige Dornenranken wachsen lassen, um Omad damit zu erdrosseln. Die Parallele zu den Ranken in ihrer Vision ist recht offensichtlich. Was ist mit den Leylinien? Habt ihr etwas Neues erfahren? Sogar das Interessanteste von allem. Scarlet hatte die Vermutung, dass die Position der Wegmarken mit den mächtigen Leylinien übereinstimmt. Hatte sie damit recht? Vermutlich, aber sicher ist das noch nicht. Ich muss noch weitere Forschungen anstellen, um die Elemente noch besser zu verstehen, die sie zu dieser Schlussfolgerung brachten. Faszinierend. Und, habt ihr herausgefunden, was Scarlet hier gemacht hat? Sie studierte Leylinien, aber keine Ahnung. Haltet aus! Oh, Herrje! Was ist los? Get the best time and hey, seht euch das an! Da ist ein Durchgang hinter dem Regal. Was? Geht mir aus dem Weg! Lasst mal sehen! Typisch Tiny. Beruhigt euch, der Boss geht als erstes. Na gut, aber macht schnell. Ja. Komm, Frostbeißer, wir gehen. Okay. Da war Scarlet ja ganz schön fleißig, würde ich behaupten. Richtig fleißig. Wow. Die Geschichte der Trockenkuppe von Nicholas Sanford. 1070 nach Exodus. Jetzt ist es zwar eine karge Landschaft, aber vielleicht hat dieses Becken vor vielen Jahrtausenden einmal Wasser getragen. Jetzt ist alles von Sand bedeckt, den der Wind fortträgt und welcher an allem zehrt, egal ob Stein oder Einwohner. Wow, wie einfach. Okay, alles klar. Rocks glitscht sich durch.
Unbekannte Lebewesen bauten einst fragile Behausungen am Hang weiter oben an der Felswand. Einige dieser Bauten haben überdauert, doch auch sie werden bald in Sand und der heißen Sonne zum Opfer fallen. Dieses Gebiet lockt Gesetzlose an, die etwas zu verbergen haben, aber auch jene, die aus diversen Gründen unter zivilisierten Leuten nicht mehr willkommen sind. Solida Payne, danke für 2 Monate und tough luck. Willkommen, dankeschön für den Support. Dies macht das Gebiet für Reisende wie Yuckington und mich gefährlich. Wandernde Scharen von Zentauren kommen anscheinend hierher entlang. Es gibt Hinweise darauf, dass sie hier einst eine Zuflucht hatten. Ein großer Baumstamm, der einfach so herumliegt, konnte einmal ihr heiliger Baum gewesen sein. Auch wenn es nicht im Anschein hat, so ist diese trockene Gegend alles andere als leblos. Okay, gibt es da sonst noch weitere spannende Sachen? Nee. Ich setze mich auf den Stuhl. An dieser Seite des Buches hat Scarlett einen Pfad aufgezeichnet, der nach oben aus dem Tunnel hinaus zu einer höheren Region der Tropfengruppe führt. Die Punkte auf Scarletts Karte zeigen einen Pfad durch die höhere Region zu einem unbekannten Ziel, welches sich mit kreuzenden Blitzstrahlen, welches sie mit kreuzenden Blitzstrahlen markiert hat. Hier geht's ja richtig ab, hier war ja richtig fleißig. Spiegel, in dem man sich nicht spiegeln kann, weil er so alt und kaputt ist. Gehen wir mal weiter gucken. Timmy schaut sich auch schon um wie verrückt. Was haben wir hier? Dieses Stück Papier stammt aus einem Buch. Durch die Briefe, die Soldaten der Kona-Armee nach Hause geschickt haben, konnten wir Einblicke in ihr Leben gewinnen. Im 11. Jahrhundert nach Exodus inspirierte Anführerin Varish Ossa ihr Volk zu großer Loyalität. In einer bestimmten Rede lobte Ossa ihr Militär und ermutigte es, seine Überzeugungskraft zu nutzen, um die Macht Konas von innen heraus zu festigen. Sie sagte, wenn sie nur richtig überzeugt werden kann, man eine ganze Gruppe Niederkreaturen dazu verleiten, auf die eigenen Ziele hinzuarbeiten, ohne dass diese überhaupt merken, dass sie es nicht für sich selbst tun. Wow, so hat Scarlett gelernt, Kontrolle und Macht auszuüben. Ossa führt die Allianz der Zentauren und chronischen Handwerker als Beispiel an. Gemeinsam produzieren sie bessere Rüstungen, Waffen und Decken für das Volk der Kona den Alltagsbedarf. Alles klar, krass. Die Frau hat richtig schon Skills hier. Dieses Notizbuch mit dem Titel Forschungsnotizen enthält eine komplexe Sammlung an Formeln. Oh, da kriege ich jetzt schon Kopfschmerzen. Timmy, ein Job für dich. Habt ihr etwas gefunden? Ihr habt doch etwas gefunden, nicht wahr? Scarlett hat eine Karte zurückgelassen, welche zeigt, dass sie zu einem Ort im Südwesten aufgebrochen war. Ich wette, sie führt uns zu der Leylinie, die Scarlett entdeckt hat. Ich bleibe erst einmal hier bei den anderen. Ich schaue noch, wo mich das hinführt. Und damit haben wir diesen Bereich auch schon wieder abgeschlossen. Oh, prächtig. Und gehen dann mal hier in Richtung Trockenkuppe hinaus. Oh, nein, eine Schluchtspinne, die uns angreifen will. Na? Wie ihr sehen könnt, hat sich diese Karte, die wir hier gerade erkunden, mit den Patches halt ein wenig verändert auch. Sprich, wir werden vielleicht das ein oder andere Gebiet anders sehen. Oh nein, lass das doch mal. Anders sehen als jetzt in den Instanzen. Ne, nur so am Rande nochmal erwähnt. Noch ein Dampfminotaurenkopf. Okay, dann gehen wir mal weiter raus aus dem Teil. Ja. Aua! Ey! Scheiß Schluchtspinnenarsch! Dankeschön. Ups. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich mit meiner aktuellen Rüstung dann durch die restliche Welt durchgehen möchte, weil damit ist der Charakter schon ganz schön squishy. Diese ganzen toten Dampfkreaturen. Eigentlich voll traurig. Die Dampfkreaturen haben ja quasi ein lebendiges Wesen entwickelt. Eine eigene Intelligenz. Das ist schon was Besonderes. Ach, du Schreck. Ich muss mich jetzt ehrlich durch die Schluchtspinnen kämpfen. Na, das wird ja witzig. Vielleicht. Und dann bleibe ich auch noch an einer Ranke hängen. Wow. Und ab hier begann der verwirrendste Teil der Karte. Oh, ein Felsbrocken. Cool. Oh, noch ein Felsbrocken.
cool. Oh, noch ein Felsbrocken. Cool. Oh, noch ein Felsbrocken. Okay, ich gehe schon. So, in Ordnung. Ich habe es verstanden. Oh, hallo. Niri Wildmähne. Um uns herum ist Glints Volk vom Himmel gefallen. Auf diesem Wege heißt unser Stamm Außenstehende willkommen. Seid also vielmals gegrüßt. Ihr könnt unseren Zufluchtsort gleich um die Ecke finden. Vergebt mir, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Zentauren getroffen, der mich nicht gleich an Ort und Stelle über den Haufen rennen wollte. Ich bedauere, dass die Stämme, wie ihr sie einst gekannt habt, so gewalttätig geworden sind, seit sie sich von unserer Heimat Maguma so weit entfernt haben. Wir verabscheuen die Gewalt. Wir verabscheuen die Gewalt unserer Sippen im Osten. Wo sind wir denn hier? Ihr befindet euch in den Hochlanden von Trockenkuppe, meine Liebe. Oh, sie sagt meine Liebe zu mir, wie süß. Es ist schon eine ganze Weile her, seit jemand hier durchgekommen ist. Und doch seid ihr in dem Moment eingetroffen, als jene Hilfsbedürftigen hier gelandet sind. Etwas hat sich verändert. Ich frage mich, habt ihr jemals eine seltsame Frau in Begleitung mechanischer Diener gesehen, die ihre Vorräte geschleppt haben? Ich kann mich nicht an eine Frau erinnern, die ihr sucht. Doch ich habe einst ein verlassenes, kopfloses Metallungetüm in der ungefegten Einöde gesehen und mich gefragt, woher es stammt. Ich werde danach Ausschau halten. Vielen Dank. Ich hab einen Stein! Ich hab einen Stein! Ein Stein! Ein Stein! Ein schöner, schöner Stein! Mein Stein! Oh, ich kann dann noch nach da oben. Ja, alles klar. Oh, hallo Wegmarke. Will ich da rein? Aber da muss ich meinen Stein weglegen. Na gut, dann lege ich meinen Stein weg. Hui! Hui! Guten Morgen! Oh, hi! Passt auf, wo ihr hintretet. In dieser Gegend liegen überall exotische Insektenfossilien herum. Solltet ihr welche finden, dann bringt sie zu mir, damit ich sie identifizieren kann. Habe ich welche? Ich habe sogar welche. Stimmt, die Ambritwaffen wollte ich eigentlich auch mal machen. Hab mich aber nie näher damit beschäftigt, weil ich diese blöden, dämlichen, nicht identifizierten, versteinerten Insekten einfach nie bekommen habe. Lebt wohl. Genau, lebt wohl. Rang 2. Oh, was für ein schöner Baum. Tja, die machen sich's ja hier ganz nett, ne? Ich meine, ich finde zwar die Zentaurenbauten immer noch nicht so schön, aber ja. Friede sei mit euch. Was kann man ab Stufe 3 dann hier kaufen? Was war, können wir nicht ändern. Die gute alte Zeit. Nur was sein soll. Als wir das hier noch gefarmt haben, wie blöde. Cool, hallo du. Singst du mit mir das YouTube-Lied? Kommentieren, liken, teilen. Den ganzen Tag. Liken, kommentieren, teilen. Mach den Channel stark. Quaggan will nicht! Lass Quaggan in Ruhe! Ah, lecker Quaggan am Spieß!